Ich liebe den Witz. Platz 3 war immer gefährlich, weil Platz 3 ist schlüpfrig. Der war immer einer, wo du sagst, kannst du den bringen? Jetzt bin ich hier heute in Lingen und denke so, ich gucke auf das Publikum, ich sehe durch die Brille ja eh nicht viel. Sind die bereit dafür? Also so. Das ist italienisch. Sind heute Menschen hier unter 18 Jahren? Irgendjemand? Da. Wie alt bist du? Nein, du bist nicht unter 18, aber schön, dass du mitmachst. Obwohl, ich hätte sie abgenommen. Ist das nicht schön, wenn man so sagt, ach ja, die könnte unter 18 sein. Wie alt bist du? 35. Ach, sieh, guck mal. Ja. Nein, aber du hast, wie alt bist du? Darf man bei einer Frau nicht sagen, ne? Wie alt bist du? 50. Ist jemand unter 18 Jahre? Kann ich das hier durchziehen oder was? Wo? Da? In die Richtung? Wer ist es? Du? Wie alt bist du? 16. Gehst du zur Schule? Welche Schulart ist es? Die Hauptschule. Nein, ich war auf der Realschule. Ist immer ganz gut, wenn das gesponsert wird. Nein, ich war, bist du auf der Penny Hauptschule? Nein. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Sag nichts Falsches. Englisch, natürlich. Gestern war eine Mathe. Ist ja gut im Sportunterricht, wenn du dir nicht wehtun willst. Ich habe ihr erklärt, dass sie Mathe nie wieder braucht. Algebra an der Kasse ist völlig uninteressant. Ja, Schnittmenge hinterher an der Wursttheke, das macht Sinn. Ja. Was keinen Sinn macht, dass ihr das Licht wieder ausgeschaltet habt, macht das bitte wieder an. Wie heißt du? Ne, sag mal. Joel, ja? Joel, ein... Nein? Mit Noel. Ja, das ist geil. Nein, das ist, wenn du eine Freundin hast, die findet das gut. Ich bin mit Noel zusammen. Ja, ich höre jetzt, ich bin mit Karl-Heinz zusammen. Also. Karl-Heinz ist auch schlecht zu stöhnen. Oh, Karl-Heinz. Ist so, Fakt. Noel, hast du heute einen Elternteil hier mit dabei? Ja, mein Vater. Dein Vater, wunderbar. Hat er die Karten gekauft oder du? Sie, ja. Wer immer du dann in der ganzen Sache bist, man steckt ja auch nah nicht drin. Pass auf, aber... Nein, in der ganzen Geschichte. Aber dein Vater wird mir recht geben. Alles, was du erlernst auf der Schule, vergiss es. Ich schreibe dir für alles eine Entschuldigung. Alles, was du brauchst in deinem Leben, passiert in der Kneipe. Da sind die Leute, die nicht geschafft haben, wissen aber nicht warum. Ja? Du hinterfrage alles, was in der Schule passiert. Dein Lehrer ist jemand, der denkt, er spricht etwas, was nicht immer stimmt. Wir leben heute in einer Zeit, wo man alles hinterfragen kann. Du kannst das googeln. Ich habe damals meiner, sag ich mal, Nichte gesagt, dass Michel aus Lönneberger nicht Michel heißt, er heißt eigentlich Emil. Frau Lindgren hat über einen Emil geschrieben. Wir hatten aber zur selben Zeit Emil und die Detektive in Deutschland. Zwei Emil kam der Deutsche nicht mit zurecht. Sie hat ihm dann erzählt, hat sie eine 6 gekriegt. Da bin ich auf die Barrikaden gegangen. Da habe ich mal Gas gegeben. Ja, er sagt, da kann nicht stimmen. Mann, geh in das verfickte Internet und erkundige dich. Ja. Es ist ja wirklich so, da stehen Sachen eben so weiter. Das eine kann man so selber Erfahrung machen, ist immer wichtig, aber das sind Fakten.
Fakten sind wichtig. Ja? Alles, was du da lernst, vergiss es, wirklich. Ja? Konzentrieren, was möchtest du beruflich machen? Das ist der beste Weg. Weil das, was du immer mal beruflich machst, dich selber dahin treibt. Du hast den falschen Umgang, verkaufst Drogen, gehst in den Knast, wunderschön. Oder du hast den richtigen Umgang und dann lernst du irgendwelche Leute kennen, wie bei mir zum Beispiel, das Team, die fahren mich irgendwo hin, verdienen Schweinekohle. Aber ich kann ja auch rum, also ich kann sagen, hier, mach. Nein, lass dich nicht von den falschen Leuten ansprechen, da ist tatsächlich so. Gerade, ich war auch auf der Hauptschule zwischendurch mal, weil ich keinen Bock hatte. Bin dann auf Handelsschule, höhere Handelsschule, hab studiert. Geht doch. Ne? Faulheit ist das eben so. Ne? Nur, lass dich nicht, geh wieder in eine Kneipe. Hör dir an, was mit den Leuten passiert ist, die da sitzen. Die sitzen nicht umsonst da. Ja? Moin, moin Jürgen. Und guck nur geradeaus, so. Uschi, machst mir noch eine. Oh Jürgen, heute siehst du aber nicht gut. Ja, hör auf. Musst du wieder zum Amt. Da, aus der Nummer halte ich raus. Aber guck sie dir an. Ja? Da habe ich ein ganzes Programm her. Ja? Ja? Ist so. Aber dadurch, dass du so schön mitgemacht hast, du kannst draußen, ich habe einen Merch-Stand, da ist ein junger Mann, der Chris, sagt, du darfst dir was aussuchen, der glaubt dir das? Kannst auch zwei Sachen aussuchen, der merkt das eh nicht. Und, ne, Mütze oder was weg muss, da ist ein Mettbrötchen oder was, ich weiß es nicht. Ne? Such dir irgendwas aus oder schenk deinem Vater mal was. Hast deinem Vater schon mal was geschenkt? Was hast du geschenkt? Oh, da bist du aber mal in die Tasche gegangen, mein lieber Mann. Schlüsselanhänger aus dem Moviepark ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann, aber Achterbahn fahren kannst du ja auch. Nein, aber such dir da etwas aus, ne, schick, sagst du hier, Vater, und oh, muss nicht sein. Dann legst du wieder zurück und suchst dir was aus. Ja? Es ist tatsächlich so, die Schule, ich will im nächsten Programm mal über die Schule tatsächlich sprechen, weil es ist, man geht zu weit. Ich zum Beispiel ich musste Religion nicht machen. Wir hatten tatsächlich, ist kein Scherz, einen Kaplan, der gerne mal unten angefasst hat. Das war ganz klar. Mein Vater hat ihm gesagt, packst du meinen Sohn an, bist du schneller bei deinem Chef, als du glaubst. Ja? Aber ich musste in der Schule bleiben und habe etwas gelernt, was mir heute noch bringt, ist ein türkischer Mitbürger heute hier. In Duisburg steht die Hälfte auf. Ich habe türkische Muttersprache gelernt in der Schule, bei Frau Büyüktaş, heißt übersetzt großer Stein. Und ich habe früher wirklich, wo ich angefangen habe, bin ich immer rausgegangen und habe so, Merhaba, Bene Made Markus, Ben Duisburg Evangelium. Susland, Sikteland, Bibira, Schabuk, Schabuk. Hat man mir ein Bier gebracht, ich getrunken, ich sag, ich möchte mich entschuldigen, ich habe gerade einen Döner gegessen, hing mir ein Stück fest, das spreche ich perfekt türkisch, das ist unglaublich. Ja? Ich war letztes Mal beim Italiener, habe ich Pizza gegessen, Stück fest, habe ich perfekt italienisch gesprochen. Hier Lavendel, die Treppe. Labello, der Hund. Fungi al Tonno, Pilz vom Fass. Ne?